Dieser Trecker ist jetzt aufgelastet worden auf 14 Tonnen, so wie er hier jetzt steht. Zugkraftverhalten war sehr gut. Also er wollte und hat auch gezogen. Ja, also wir sind jetzt bei Wartung und Pflege der Maschine. Was gut gelöst ist, das sind halt die Wartungsklappen zum Kühler hin. Wenn man die hier aufmacht, dann kann man halt den Kühler von unten nach oben auspusten oder von hinten nach vorne pusten. Auch wenn man ein Motoröl kontrollieren will, gut, muss man halt den Kotflügel ein bisschen an der Seite schieben. Kommt hier gut dran. Durch die neuen Klappen braucht man nur die aufmachen, die man halt auch wirklich braucht und nicht das ganze Teil abbauen, sondern nur, so wie hier, dies durch die Magnete, wovor fertig. Luftfilter sauber machen. Haben wir auch die Magnete dran. Kommen wir hier sehr gut dran, um die Filterpatrone sauber zu machen. Also bei hoher Staubentwicklung, immer gute Temperaturen, Motortemperatur, kühlt sehr gut. Schon in Ordnung, das Kühlsystem. Das Lenksystem ist im Gegensatz zu dem Mitbewerber vielleicht ein kleinen Tuck besser. Von den Spuren AB-Linie setzen, die Überlappung hat gepasst. Wir haben vorrangig damit geflügt. Und wie gesagt, Weizen und Scheibenegge, da habe ich mit Lenksystem gefahren. Und ich war damit soweit zufrieden. Das Licht ist hervorragend, wie bei den Vorgängern auch. Sind sehr gute Scheinwerfer verbaut worden. Was sehr schön ist, wenn der eine Scheinwerfer blendet, kann ich den individuell einstellen, ob ich nun einen ausschalte oder zwei ausschalte. Gefällt mir sehr gut. Die Rundumsicht, also es ist ringsrum taghell. Eine kleine Sache noch, wenn ich den Blinker betätige, dieses Gepiepe, das ist einfach veraltet. Aber so im Groben und Ganzen ist das schon in Ordnung. Das sind halt kleine Punkte, die noch verbesserungswürdig sind.